Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Sie haben die Wahl, unserer Interviewreihe mit allen Direktkandidaten zur Landtagswahl am 27. Oktober. Und heute begrüßen wir Anja Siegesmund von den Grünen, Bündnis 90 Die Grünen. So viel Zeit muss sein. Schönen guten Abend. Frau Siegesmund. Ein paar Fakten zu Ihnen. Sie sind 1977 in Gera geboren. Sie haben Politikwissenschaften, Germanistik und Psychologie studiert. Sie sind seit 2009 Mitglied im Landtag, waren da auch Fraktionsvorsitzende und seit 2014 sind Sie Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz und die erste Frau in diesem Amt in Thüringen. Genau. Soweit erstmal alles perfekt. Gut. Frau Siegesmund, mit Blick auf die abgelaufene Legislatur, was haben Sie erreicht, was haben Sie nicht erreicht? Also erstmal bin ich froh, knapp 5 Jahre haben wir Rot-Rot-Grün, die erste Koalition in Thüringen unter Rot-Rot-Grün gezeigt, wie stabiles Regieren mit nur einer Stimme Mehrheit passieren kann und erfolgreich vor allen Dingen laufen kann. Wir haben ja gesagt, das stand auch auf unserem Koalitionsvertrag, wir wollen Thüringen sozialer, ökologischer und gerechter machen. Sozialer ist es natürlich geworden. Wir haben 2 beitragsfreie Kindergartenjahre eingeführt. Das spart einer Familie zwischen 1.500 und 2.000 Euro Gebühren pro Jahr für die Kinder. Ich finde, das ist ein sozialer Mehrwert. Wir haben gesagt, wir wollen ökologischer werden. Ich freue mich und bin wirklich stolz darüber, dass wir das erste Klimagesetz der neuen Länder für Thüringen verabschiedet haben. Da geht richtig was los im Land und ich weiß, Jena ist da auch schon gut, aber wir können noch ein Mühe besser werden. Und wir haben gesagt, wir wollen gerechter werden. Auch hier haben wir viel anstoßen können. Zum Beispiel haben wir auch das Wahlalter für kommunale Wahlen auf 16 absenken können, weil ich glaube, Jugendliche wollen heute noch mehr sich beteiligen und da haben wir gezeigt, was geht. Das sind alles Erfolge. Eine Geschichte, weil Sie fragen, was ist nicht so gut gelaufen? Definitiv ist die Diskussion, die wir Anfang der Legislatur hatten, zum Stichwort Gebietsreform, einfach mal nicht gut gelaufen. Eine Regierung macht selten alles perfekt und gut. Da ist was probiert worden, was am Ende nicht gut geklappt hat, weil mit den Menschen zu wenig geredet worden ist. Ich glaube, da hat die ganze Koalition dazu gelernt. Ich würde gerade sagen, das war ja eines der Kernthemen für die letzte Legislatur, die dann doch recht krachend gescheitert ist. Wo würden Sie die Schwerpunkte für die kommende Legislatur setzen, wenn Sie denn wieder gewählt werden? Naja, als Umwelt-, Energie- und Klimaministerin, die ich bis eben bin, würde ich sagen, wir haben echt viel geschafft, aber jetzt geht es auch darum, die nächsten Schritte zu gehen. Also Klimaschutz machen heißt vor allen Dingen ja, eine Mobilitätswende hinzubekommen. Ich möchte gerne, dass wir eine Mobilitätsgarantie für das ganze Land haben. Ich will, dass wir einen S-Bahn-Takt haben zwischen nicht nur Jena, Weimar, Erfurt, sondern auch in andere Regionen, Jena in den ländlichen Raum selbstverständlich. Und ich möchte, dass Schülerinnen und Schüler ein Ticket pro Tag für die komplette Nutzung des Nahverkehrs bezahlen und Erwachsene 2. Weil ich finde, Klimaschutz und Soziales gehört eigentlich zusammen. Okay. Das ist eine Sache, die wir vorhaben. Okay, ich würde es jetzt mal versuchen, auf Themenfelder oder direkt zu fokussieren. Mhm. Vielleicht auch der Priorität nach und dann können wir die ja mal abarbeiten. Mhm. Also ein Thema ist klar, der Klimaschutz ist Ihr Bereich. Mhm. Das nächste wäre? Na, die Mobilität und das gehört dritte. Vielleicht ein bisschen, okay, Verkehr. Genau, eine nachhaltige Landwirtschaft liegt mir sehr am Herzen. Bildung ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir reden sollten. Okay. Und vielleicht auch Wohnen, alles, was Jena liebens- und lebenswert macht, würde ich sagen. Wir fangen mal mit dem Klimaschutz natürlich an, weil das ja Ihr Thema ist. Wie viel Zeit haben wir denn? Bis 2037 soll der gesamte Energiebedarf des Landes aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Und ab 2040 treibhausgasneutral. Das haben Sie sich als Ziel gesetzt. Wie wollen Sie das umsetzen? Naja, das Gute ist, wir haben im ersten Halbjahr 2019 zwei Drittel der kompletten Energie, die wir im Land produziert haben, komplett erneuerbar produziert. Also aus Wind, Sonne, Bioenergie und Wasserkraft. Das heißt, da ist noch ein Drittel zu stemmen und wir importieren auch immer noch zu viel. Aber ich finde, zwei Dinge sind wichtig, auch für Jena. Wenn man hoch auf den Turm fährt und oben von der Plattform runter auf die Stadt guckt, ich finde, da sind zu viele Dächer, die zwei Dinge vertragen können. Und das müssen wir auch anpacken. Und da gibt es auch die Landesprogramme dafür. Entweder nutzen wir die Dächer als grüne, kühlende Inseln, begrünen sie und leisten so einen Mehrwert dafür, dass Stadthitze im Sommer reduziert wird. Oder wir packen Photovoltaik und Solarthermie drauf. Das ist so günstig. Wir kofinanzieren das auch. Das Land gibt da Mittel bei, dass wir eigentlich ein Stück weit eine Chance verpassen würden, wenn wir da nicht selber ein Stück weit in der Stadt mehr Energiewende selber machen. Also auch die Begrünung, gibt es Förderprogramme, die das genau fördern sollen? Das ist klassische Klimaanpassung. Mich hat tatsächlich dieses Jahr eine Kindergärtnerin im Sommer angerufen, die hat gesagt, eigentlich müsste ich hier in Jena den Kindergarten zumachen. Ich bekomme die Kinder gar nicht mehr vernünftig in die Mittagsruhe, weil es einfach zu heiß ist. Das heißt, Stadtentwicklung vorbereiten auf die Stadthitze, unter der im Sommer so viele leiden, das ist ein Riesenthema. Da gibt es die Förderung und die ist auch mehr als notwendig.
Speziell das Thema Windenergie ist ja sehr umstritten, vor allem in Thüringen, weil klar, alle wollen erneuerbare Energien, aber keiner möchte das Windrad vor seinem Haus haben. Vor allem im Thüringer Wald, große Diskussionsthemen. Wie wollen Sie A, das umsetzen, dass Windräder gebaut werden können, die entsprechende Akzeptanz in der Bevölkerung haben? Und wie kann das gesamte Stromproblem gelöst werden? Stromtrassen etc. pp. Das sind ja alles Dinge, die auf sehr viel Widerstand auch in der Bevölkerung stoßen. Ja, um die Akzeptanz werbe ich mit dem Klimapavillon, der beispielsweise durch Thüringen reiste und dieses Jahr in Jena stand. Harald Lesch hat ja hier in Jena im Klimapavillon so schön gesagt, mit der Natur und dem Klima lässt sich nicht verhandeln. Und die Windenergie-Gegner, eine Bürgerinitiative, kam ja auch dazu und hat den Austausch und den Dialog gesucht. Und das ist auch der Weg. Natürlich wollen alle saubere Energie, aber der Strom muss ja irgendwo herkommen. Und entweder importieren wir den Strom aus der Lausitz, also da, wo Braunkohle abgebaggert wird, oder wir importieren uns Wärme, die mit Öl generiert wird und damit auch aus Fossilen entsteht, oder wir packen es selber ein Stück weit an. Und das ist ein Aushandlungsprozess mit jeder einzelnen Region in Thüringen. Und es legt ja nicht die Landesregierung fest, wo am Ende ein Windrad steht, sondern die regionalen Planungsgemeinschaften. Da gibt es 4 an der Zahl und deren Aufgabe ist es, geeignete Flächen rauszusuchen. Ich kann da immer nur die Balance zwischen Naturschutz und Erneuerbaren, also dem Suchen nach den geeigneten Flächen, unterstützen. Und ich meine, bei mir im Haus im Umweltministerium sitzen die Naturschützer und die Energieleute. Da geht immer ziemlich die Post ab bei genau diesen Fragen. Speziell im Thüringer Wald ist ja ein Reizthema, Wälder zu roden, um Windenergie. Na, das wollen wir natürlich nicht. Aber was es gibt, sind Kalamitätsflächen. Gerade gestern haben wir beispielsweise ein Aufforstungsprogramm gestartet und selber Eschen und Eichen gepflanzt. Es gibt Kalamitätsflächen, der Borkenkäfer. Das bedeutet, der Borkenkäfer ist quasi rein in die Fichtenbestände. Also der Thüringer Wald ist ja vor allen Dingen gezeichnet durch viele Fichten, die dort gleichzeitig auch angepflanzt worden sind. Damit ist eine Monokultur entstanden. Und in dem Moment, wenn so 2 trockene Jahre sind, wie wir 18 oder dieses Jahr 19 hatten, haben die Fichten gleichzeitig Grippe, ein gebrochenes Bein und Ohrenschmerzen und sind quasi total geschwächt. Das Immunsystem ist runter. Die kommen nicht an Wasser, sind Flachwurzler. Und der Borkenkäfer kommt fröhlich angeflogen und geht da voll drauf. Der geht auch nicht auf tote Bäume, der geht auf geschwächte Bäume und frisst sich quasi durch diesen Wald durch. Und wir werden dem nur Herbst, übrigens im Zusammenhang mit der Klimakrise zu betrachten, wenn wir quasi den Wald umbauen und wenn wir Flächen einfach auch sich selbst überlassen ein Stück weit und dort natürlichen Baumbewuchs wieder zulassen. So, die Bäume wachsen aber auch nicht schneller, wenn wir dran ziehen. Also gibt es durchaus Privatwaldbesitzer, die sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wir hier für die 20 Jahre, wie ein Windrad gefördert wird, die 20 Jahre ein Windrad dahinstellen. Das finde ich auch völlig legitim. Aber durch erneuerbare Energien kann der Strombedarf in Deutschland noch nicht abgedeckt werden. Also zumindest nicht in der Konstanz, die benötigt wird. Aber es läuft darauf hinaus und gerade Thüringen ist ja ein Speicherland und wir werden unseren Anteil an dieser Frage definitiv tragen und sind da auch schon ziemlich weit. Das bedeutet auch Pumpspeicherwerke besser zu fördern. Ein Fünftel der Pumpspeicherkraftwerkskapazität ist in Thüringen. Die Bundesbedingungen müssen besser werden, um das zu fördern. Also die Erneuerbaren sind die Zukunft. Wir wollen saubere Energie. Wir machen eine zukunfts- und enkeltaugliche Politik. Als Bundesgrüne ist mir das wichtig. Und dazu gehört auf jeden Fall auch, dass wir unseren Beitrag dazu leisten und schauen, wie wir übrigens auch unsere regionale Wertschöpfung dadurch stärken. Ich meine, wenn wir hier auf die Dächer Photovoltaik packen und das auch noch gut fördern, ist das doch Geld, was wir sparen, indem wir nicht wenn wir Braunkohlestrom beispielsweise importieren, Geld in andere Länder beispielsweise rausgeben, sondern da profitiert hier das lokale Handwerk und viele andere. Ich finde, das ist ein guter Weg. Aber wie kann das auch sozial verträglich gestaltet werden? Wir haben ja jetzt gerade erfahren, dass die Strompreise wieder steigen werden aufgrund des EEG-Paradoxons, was kein Mensch verstehen kann. Die Strompreise fallen für den Markt, im Markt und jedes Jahr müssen die Bürger mehr bezahlen. Irgendwann werden A, Grenzen erreicht und B, sinkt natürlich die Akzeptanz. Was kann da auf politischer, auch auf landespolitischer Ebene überhaupt stattfinden, um dem entgegenzuwirken? Das ist nicht ganz richtig. Also durch das EEG sind die Strompreise nicht gestiegen in den letzten 2 Jahren, sondern im Gegenteil, das EEG und die Förderung hat das sogar abgepuffert. Also die Strompreise sind auf dem Markt gefallen, extrem gefallen. Genau, aber richtig. Davon haben die Bürger nichts. Zustimmung. Na, weil es Mitnahmeeffekte natürlich von den Stromanbietern gibt, das ist das eine. Und das andere, wir haben sogar für Thüringen eine Ungerechtigkeit beseitigen können in den letzten 4,5 Jahren, weil mich das auch geärgert hat. In Baden-Württemberg
Stromkraftwerk bezahlt man weniger Netzentgelte. Das ist ein kleiner Bestandteil, aber es ist ein Bestandteil des Strompreises, als beispielsweise in Thüringen. Da haben wir jetzt eine Wälzung bundespolitisch erreichen können. Also diese Frage, wie viel kostet Strom zwischen 30 Cent und 32 Cent pro Kilowattstunde, ist ja die eine. Die andere ist, wenn ich zum Beispiel Solar Invest, das Landesprogramm für die Sonne auf dem eigenen Dach nutze, dann entfällt genau diese Frage. Das ist ein Mieterstrommodell. Das rentiert sich unheimlich schnell. Wir haben einen Solarrechner, den kann man im Netz abrufen. Da gibt man seine Adresse ein, solarrechner-thüringen.de, und der spuckt ihn innerhalb von 2 Minuten aus, wie viel sinnvollerweise sie sich Photovoltaik oder Solarthermie aufs Dach packen. Und der sagt ihnen auch, in welcher Zeit sie welche Rendite haben und ob sich das lohnt, die Landesförderung von 30% abzugreifen oder eine Bundesförderung. Energiewende selber machen, können wir alle ein bisschen selber. Aber das kann der Mieter in Lobeda im Inzaller oder im Nord, der in einem Mehrfamilienhaushalt erlebt. Die Wohnungsgenossenschaften sind noch zögerlich, aber für die Wohnungsgenossenschaften bieten wir das sogar auch an. Da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass da noch was passiert und sie damit einsteigen. Aber die regionalen Energieversorger bieten ja auch gute Tarife an. Weiß nicht, ob ich jetzt hier Werbung machen darf, aber Nein, werde ich natürlich nicht, aber so. Aber nichtsdestotrotz, die Grünen erleben ja gerade einen sehr großen Zuspruch, weil die Menschen auch irgendwie spüren, es passiert was. Nichtsdestotrotz müssen sie ja mitgenommen werden. Wenn sie aber vor allem durch steigende Kosten belastet werden, dann wird das auch irgendwann wieder kippen. Was muss da passieren? Also was kann eben auch passieren, um diese steigenden Kosten abzufangen für, ich rede jetzt noch nicht mal von Hartz-IV-Empfängern, sondern tatsächlich die klassische Mittelschicht, die ja auch in dem neuen Klimapaket der Bundesregierung am stärksten unter Mitleidenschaft gezogen wird. Oder am meisten dafür zahlen muss, sagen wir mal so. Also Klimaschutz muss konkret sein, er muss ökologisch messbar sein und er muss auf jeden Fall sozial gerecht sein. Und konkret, das ist ja das, warum die Jugendlichen von Fridays for Future hier in Jena und auch in anderen Städten raus auf die Straße gehen, weil da einfach zu wenig passiert. Ökologisch messbar beziehungsweise Erfolge vorzeigen, weil ganz klar ist, das, was die Bundesregierung jetzt vorgelegt hat, ist einfach zu wenig. Da reißen wir die Klimaziele, die 2020 reißen wir eh, die 2030 wahrscheinlich auch. Wir in Thüringen sind zwar gut aufgestellt, aber das, was der Bund eigentlich uns auch an Förderung geben könnte, beispielsweise für energetische Gebäudesanierung und viele andere Dinge, das ist einfach so unausgegoren und so schlecht, dass wir an dieser Stelle nicht den Rückenwind bekommen, den wir einfach brauchen. Und sozial gerecht, ganz wichtig, ich habe ja schon erwähnt, beispielsweise unser Mieterstrommodell, was es ermöglicht, hier auf den Strompreis zu verzichten. Ein durchschnittlicher 5-köpfiger Haushalt, das weiß ich zufällig, hat ungefähr 100 Euro Stromkosten im Monat, mal 12 sind 1200 Euro. Mit einer entsprechenden Photovoltaikanlage hat man das in 2,5 Jahren mit einer Förderung wieder rein und danach quasi den Bonus in der Tasche. Also ich glaube, das mit Sicherheit ist das nicht nur eine Investition in die Zukunft fürs Klima, sondern kann auch ganz schnell eine fürs eigene Portemonnaie sein. Und so soll es eigentlich auch laufen. Ein Thema, oder es fließt in den Thema Klimaschutz mit ein, ist Verkehr. Genau. Klar, Fokus der Grünen liegt auf Nahverkehr. Sie haben das ja schon mal kurz angesprochen, das 1- bzw. 2-Euro-Ticket. Vielleicht können Sie es kurz erläutern, was das bedeutet. Ja, gerne. Also in Stuttgart gibt es eine Kurzstreckenticket beispielsweise für Kinder. Das kostet glatte 1,20 Stuttgart, ne? So. Und in Jena gibt es weder ein Kurzstreckenticket noch kommen Kinder ohne unter 1,60 von A nach B. Und ich finde einfach, das geht nicht. Also 1 Euro pro Ticket bedeutet, beziehungsweise pro Tag ist es richtig, dass wir das Schülerinnen- und Schülerticket wollen und für Jugendliche, das heißt 365 Euro im Jahr. Und dann kann man alles fahren, und zwar von Suhl nach Altenburg und von Jena nach Eisenach. So, da ist alles drin. Und für Erwachsene das Ganze für 2 Euro. Pendler, die beispielsweise zwischen Jena und Erfurt pendeln, zahlen im Augenblick auf der Zugstrecke im Monat meine 160 Euro, also das fürs Monatsticket. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir entlasten so auch spürbar den Verkehr, der quasi jeden Morgen nach Jena reinrollt. Das müsste aber auch in irgendeiner Form finanziert werden. Genau, saubere Luft ist mir ziemlich viel wert und die Gesundheit der Menschen, die hier leben, auch. Und deswegen muss man klar Prioritäten setzen. Also ich will, dass jeder 10. Euro, den wir künftig auf Landesebene für Verkehrspolitik ausgeben, in Radwege geht. Wir brauchen endlich sichere Radwege. Ich muss sagen, ich finde, Mütter und Väter, die in Jena ihre Kinder aufs Fahrrad morgens setzen und zur Schule fahren lassen, die dürfen durchaus auch sich mal fragen, ist das sicher genug? Nein, ist es nicht. Und ich finde, Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass es läuft.
Und wir müssen die Regionalisierungsmittel, die von der Bundesebene kommen und die gegebenenfalls über das Klimapaket, gibt ja nur ein Eckpunktepapier im Verkehrsbereich, auch tatsächlich kommen, die müssen wir konsequent in den Ausbau des Nahverkehrs stecken. Das will ich auch und ich habe auch schon begonnen. Ich meine, die E-Busse, die Jena jetzt einsetzen wird und die ab Dezember auf der Linie 15, meine ich, fahren, die sind finanziert vom Umweltministerium und das ist auch gut so. Aber da muss ich gleich mal drauf zurückkommen, da der ÖPNV ja so wichtig ist. In den letzten 4 Jahren oder in der letzten Legislatur ist die Förderquote für den Nahverkehr in Jena zurückgegangen. Mhm. Also ich habe mich mal schlau gemacht. Und zwar liegt sie noch bei 50-75% von dem, was vorher war. Mhm. Und aktuell sind das rund 4 Millionen Euro, die es bekommt. Das widerspricht ja dem. Und da ging es ja vor allem um Instandhaltung, Instandsetzung von Linien. Und auch in der neue Strecke Richtung Himmelreich gibt es nur für den ersten Bauabschnitt einen Förderbescheid, für die anderen noch nicht. Das widerspricht ja so ein bisschen. Also mein Kenntnisstand ist der, dass es 2 Lose jetzt sind, die Jena bekommen hat vom Verkehrsministerium. Kann jetzt sozusagen für das andere Ressort auch nicht hundertprozentig sprechen. Ganz klar ist aber, dass wir investieren müssen. Wir müssen sowohl investieren in diese Tickets als auch in Infrastruktur. Ich meine schon jetzt, ich fahre auch öfter Bus und Straßenbahn. Es ist ja so, dass die Bahnen überfüllt sind und die Busse auch. Mit anderen Worten, wir brauchen auch mehr davon. Straßenbahnen, das weiß ich vom Jena Verkehr, sollen auch größere angeschafft werden. Und genau in diesen Schubzeiten, wenn man das Gefühl hat, man will jetzt doch über davor stehen bleiben und auf die nächste warten, die Attraktivität nicht zu senken, sondern wieder zu steigern. Und was ja toll ist, die Zahlen im Nahverkehr steigen ja auch. Es wollen immer mehr Leute mitfahren. Das heißt, die Investitionen müssen wieder steigen. Und, aber das ist ja eine Landessache. Und da hat das Land ja augenscheinlich in den letzten 5 Jahren weniger bewilligt als zuvor. Naja, es gibt ja sozusagen Wellen, in denen Investitionen auch tatsächlich stattfinden. So, und, wenn es um Neukauf geht, aber nicht, wenn es um den Halt von Strecken geht. Also hier geht es ja konkret um den klassischen Förderantrag, den der Nahverkehr jedes Jahr stellt, für Instandhaltungsprojekte. Und da gab es augenscheinlich, oder? Nicht nur augenscheinlich, ein Rückgang der Fördermittel. Also kann ich im Augenblick nichts dazu sagen. Alles, was ich sagen kann, ist, wenn Sie die Fördermittel für die E-Busse damit einrechnen, das sind gut 2 Millionen Euro gewesen, können die Zahlen nicht ganz korrekt sein, vielleicht über eine 5-Jahres-Periode gerechnet, aber das können wir uns ja gerne nochmal angucken. Okay. Also 2 Millionen extra, nicht nur aus dem Verkehrsministerium, sondern aus dem Umwelt- und Energieministerium, hat es, glaube ich, für Jena noch nicht gegeben in dem Nahverkehrsbereich. Und dann kommen nochmal 2 Millionen Euro dazu, die ich der Stadt gebe für beziehungsweise das Land und das Verkehr, das Umweltministerium für sogenannte umweltsensitive Verkehrssteuerung. Mhm. Also was die Stadt ja auch entlastet und den Verkehr ist, wenn wir die Ampeln so geschaltet sind und die sollen ausgetauscht werden, die ganze Technik, dass am Ende wir den Stau in der Stadt auch noch halten. Das verschlechtert ja auch die Luftqualität. Und deswegen ist diese neue Technik, 2 Millionen Euro, das ist eine Menge Holz, genau dafür da, mit sogenannten Pförtnerampeln das ein Stück weit auch zu steuern. Wir haben das in Leipzig ausprobiert, wir haben das in Erfurt ausprobiert. Ich war davon, ich sagte am Anfang skeptisch, ob quasi klügere Ampelschaltungen auch helfen, die Luft von Schadstoffen, also Feinstaub, Stickstoff und so weiter, Stickoxid entsprechend zu befreien. Aber das wirkt und deswegen ist die Investition gut angelegt, wie ich finde, in Jena. Es gibt ja durchaus Städte, in denen das funktioniert, wie zum Beispiel Dresden, die dann auch einem wissenschaftlichen Ansatz folgen und wo es einen deutlich besseren Verkehrsfluss als in Jena gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Also das kann wirklich noch besser werden. Also wie gesagt, das Geld ist da. Jetzt hoffe ich auf kluge Entscheidungen in der Stadt. Ein Punkt noch kurz. Sie sind oder fördern die E-Mobilität bei Autos. Es sollen 370 Stromtankstellen in Thüringen entstehen bis 2020, glaube ich. 300 haben wir schon. Ja, also noch 70. Das würde den Bedarf natürlich nicht bei weitem nicht abdecken, den man denn braucht, wenn man wirklich eine Verkehrswende oder eine E-Mobilisierung durch Autos erreichen will. Also Verkehrswende heißt für mich nicht, dass 2030 jedes Auto, was jetzt draußen rumfährt, 1:1 durch ein Elektroauto ersetzt wird. Sondern eine Mobilitätswende heißt, ich habe so einen attraktiven Nahverkehr und einen Mix aus Elektromobilität mit Batterien, mit Wasserstoffantrieb und anderen Dingen, dass sich das Ganze gut ergänzt und dass manche sogar sagen, mir reicht völlig aus, Bus und Bahn und die letzte Meile über ein Ruftaxi zu fahren. Deswegen, also weg vom Individualverkehr durch Autos sozusagen oder eine Verringerung des Individualverkehrs. Naja, zumindest klügere Verkehrskonzepte so, dass ich ein Angebot habe, dass ich entscheiden kann, ob ich jetzt das Auto nehme oder ob ich mir sage, ich bin übrigens viel schneller, was weiß ich, in Heiligenstadt, um jemanden zu besuchen. Beispielsweise ist die Verbindung mit der Bahn deutlich attraktiver, habe ich heute erst wieder erfahren können, als wenn man mit dem Auto unterwegs ist, die Bahnverbindung. Und wenn es am Ende sogar Zeit spart und komfortabel ist, ja, warum soll man das dann nicht nutzen? Aber das betrifft ja
Verkehr vor allen Dingen, sage ich mal, außerstädtischen Verkehr, innerstädtischen Verkehr, wenn es um Einkaufen und sonstiges geht. Das stimmt. Und in Jena sind wir ja auf einem guten Weg, auch mit der, was die Elektromobilität betrifft. Also alle regionalen Energieversorger in Thüringen haben sich auf ein Bezahlsystem, eine Ladeinfrastrukturstrategie geeinigt und die 300 öffentlich zugänglichen Ladesäulen, 24 Stunden rund um die Uhr, ein Bezahlsystem, das gibt es in keinem anderen Bundesland. Sind wir absolut spitze. Und es gibt ja noch ganz viele Private, die dazukommen werden. Und wenn sie so wollen, ist dann jedes Auto, was draußen rumfährt, auch ein kleiner rollender Speicher. Ja. Zukunft. Ja, das, das wird so kommen. Thema Bildung hatten Sie auch angesprochen. Thüringen, wie alle anderen Bundesländer, hat massive Probleme. Wir haben extremen Stundenausfall. Wir haben Lehrermangel. Auch, ich weiß, die letzte Landesregierung hat deutlich mehr Lehrer eingestellt als die der vorhergehende. Das stimmt nichtsdestotrotz, allerdings. 3.700. Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor massiven Stundenausfall. Vor allem in den großen Städten, wo Lehrer fehlen. Was kann da geschehen, auch kurzfristig geschehen? Weil ich meine, Lehrer können wir uns ja nicht backen. Das stimmt. Jede Stunde, Schulstunde, die ausfällt, ist eine zu viel. Auch wenn sich auch meine Kinder natürlich auch mal freuen, wenn dem so ist. Aber das kann ja noch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Deswegen die 3.700 Lehrerinnen und Lehrer, die eingestellt worden sind, ein erster Schritt. 4.200 Stellen sind geschaffen. Und es geht um die Zukunft unserer Kinder. Und deswegen alle Referendare, die beispielsweise oder diejenigen, die einen Schulabschluss, Studienabschluss hier gemacht haben und dazu neigen, jetzt ins Referendariat zu gehen, müssen eigentlich schon die Möglichkeit bekommen, einen Vertrag während dieser Zeit angeboten zu bekommen, dass sie gar keine Lust haben, sich nach Mecklenburg-Vorpommern oder Baden-Württemberg zu bewerben. Das heißt, die Verfahren für die Bewerbungen müssen vereinfacht werden, die Schulämter müssen flexibler werden und wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer, die an den Schulen sind, auch entlasten. Also oft springen ja dann, wenn jemand krank geworden ist, andere Lehrerinnen und Lehrer ein. Was hilft da? Nur eine Reserve. Das heißt, eigentlich brauchen wir 110% der Lehrerinnen und Lehrer, die die Schulstunden abdecken müssen. Diese Reserve wollen wir bilden, sodass die Belastung für die, die an den Schulen sind, geringer wird. Damit helfen wir den Schülerinnen und Schülern, den Lehrern auch an den Schulen und können so einfach bessere Bildung abdecken. Dezentralisierung der Einstellung. Also es gibt ja Bundesländer, in denen Direktoren selbst einstellen können. Ist in Thüringen ja, zurzeit ist es ja extrem schwierig, muss man ja sagen. Es ist ein sehr komplizierter Prozess. Ja, es läuft Aber es dauert einfach ewig. Es dauert zu lang. Da haben Sie völlig recht. Die Schulämter lassen sich zum Teil auch wirklich lange Zeit. Aber was da hilft, wir haben ja in Jena eine einzigartige Bildungslandschaft. Keine andere Stadt, und glauben Sie mir, ich bin viel in Thüringen unterwegs und ich lebe gerne hier, hat so eine Bildungsvielfalt wie Jena. Es gibt unterschiedliche Träger, wir haben kommunale Schulen, wir haben freie Träger, wir haben staatliche Schulen und so vielfältige Konzepte gibt es nirgendwo. Was Jena eigentlich braucht, um da quasi auch zu zeigen, wir bilden die klugen Köpfe fürs ganze Land aus, ist sowas wie Weimar mit dem Kulturstadtvertrag hat. Was Jena braucht, ist ein Bildungsstadtvertrag. Und zwar einen, der gegenüber dem Land absichert, dass Schulen hier so eigenverantwortlich wie irgend möglich sich auch selber Lehrerinnen und Lehrer wählen können. Weil es gibt Lehrerinnen und Lehrer, die können mit dem Jena-Plan-Konzept mehr anfangen und mit dem, weiß ich nicht, Montessori weniger. Das ist aber am Ende gar nicht ihre Entscheidung, sondern die Entscheidung wird über ihrem Kopf hinweg gefällt. Und diese Stadt lebt davon, dass wir allen Kindern die besten Chancen bieten, also auch unsere Bildungsvielfalt erhalten. Und deswegen ist eigentlich meine Erwartung, gemeinsam mit der Stadtspitze, die da ruhig auch mal ein bisschen in die Puschen kommen müsste, Richtung Land zu adressieren, ein Bildungsstadtvertrag ist das, was wir fordern. Weimar hat den Kulturstadtvertrag. Ich will da Jena gerne unterstützen, aber ich kann auch nicht am Kabinettstisch alle Dinge für Jena ausräumen, die quasi auszuräumen sind. Da muss schon hier die Stadtspitze selber mal in die Puschen kommen. Quereinsteiger, ist das ein Thema? Auch. Soll es auch geben, soll es auch ermöglichen. Nochmal, Schulstundenausfall ist Mist. 3.700 Menschen sind eingestellt, immer noch zu wenig. Vor allen Dingen müssen wir gucken, dass die, die sich mit dem Gedanken tragen, hier bei uns an die Schulen zu gehen, dass sie auch hier bleiben und nicht abwandern müssen. Mögliches Stipendienprogramm. Für, genau, richtig. Für Stipendien bieten wir auch perspektivisch an, steht bei uns im Wahlprogramm. Wir kommen leider schon fast zum Ende, die Zeit ist um. Kurzes Thema noch, Wohnen ist ein heißes Thema, vor allem in großen Städten wie Jena, Erfurt und Weimar. Ist ein Mietpreisdeckel ein Thema für die Grünen? Also wir müssen ja zwei Dinge tun. Wir müssen mehr investieren, damit sozialer Wohnungsbau loslegen kann und wir hier eine Bestandssicherung haben und wir müssen gucken, dass wir verdichten. Wir brauchen mehr Angebot, was stabilisiert am Ende auch den Mietmarkt. Und da kann das natürlich auch ein Thema sein. Ich finde aber, dass wir vor allen Dingen eine Aufgabe haben, da wo Quartiere neu entwickelt werden und gebaut werden,
dass sie in ihrer Anmutung auch so entstehen, dass wir nicht nur leere quasi Häuseransammlungen haben, sondern es auch kulturelle Treffpunkte gibt und neue Quartiere den Anspruch haben, dass es einen Mehrwert an Lebensqualität gibt. Also wir dürfen nicht in diese Billig-Billig-Billig-Falle tappen, ohne quasi Kiezzentren, so nenne ich es jetzt einfach mal, auch zu errichten, sondern es muss unser Anspruch sein, dass Jena attraktiver Stadt ist es ohnehin, aber ein attraktives Wohnumfeld bietet. Alles klar, Frau Sigismund. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, als nächstes begrüßen wir hier Tosca Kniese von der AfD. Bis dahin, machen Sie es gut.